Schlimme Musik, dramatische Musik. Und wir sind auf der Mission, den Bürgermeister zu retten. Und dazwischen stehen nur ein paar Untote. Nehmen wir einfach mal mit dem geschmeidigen Hammer ein bisschen auf den Schädel hauen. Und warum auch immer verliert jeder dieser Zombies immer 60 Gold. Keine Ahnung, wo sie das her haben. Aber egal. Mich freut's. Kann ich meine Tränke bezahlen. Ach, der Armreif. Okay. Ja, Bürgermeister, sorry. Mal ganz kurz. Mission beenden. So, bitteschön. Du hast meinen Armreif gefunden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Ich gab Mathilda den Armreif zurück. Sie war sehr erfreut, dass ich ihn gefunden hatte. Er scheint einen hohen persönlichen Wert für sie zu haben. Ich würde mich gerne kenntlich zeigen. Ich könnte dir etwas über Kräuter... Ja! Mathilda möchte mir die Grundlagen der Naturheilkunde beibringen. Sie sagt, ich soll mir eine Schaufel besorgen. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber neue Fähigkeiten sind immer praktisch. Bereit? Zuerst zeige ich dir nützliche Wurzeln, die du in der Erde finden kannst. Die Wurzeln eignen sich ausgezeichnet zum Kochen. Entschuldigung. Zum Kochen. Folge mir den Weg entlang. Ah, Beeren. Hier, schau dir diese Beeren an. Sie haben eine heilende Wirkung. Du kannst sie direkt vom Schraub pflücken. Ganz einfach. Eins Beere. Du machst das gut. Du solltest diese Beeren übrigens kochen. Oh, sind sie extrem bitter. Ich beherrsche jetzt die Grundlagen der Naturheilkunde. Errungenschaft Kräuterkenner. Kräuterpenner. Cool. Ja, gut, da muss der Bürgermeister kurz warten. Sorry. I have to do another job. I have to put some bears. Berries. So, ja. Oh, nee. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt zurück will nach Arschtal Town, wie der Ding hier heißt. Gibt's hier keinen kurzen Weg? Ach doch, da. Oh Gott, ein Glück. Also immer ins Dorfzentrum. So, dann sammeln wir erstmal ein paar Beeren ein. Wir haben 9. Wir brauchen 12. Berries. Ja, also Pilze und sowas kann man natürlich immer nebenbei mitsammeln. Eier natürlich auch. So. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viele Beeren wir bekommen haben bei dem Strauch. Oh, hier kommen mal 2 Beeren. Gut, jetzt müssen wir genug haben, glaube ich, ne? Oh Gott, diese Zwischenmeldung. So, keine Eier? Keine Eier. Wurzeln. Meine Schaufel ist zerbrochen. Aha. Nein. Okay. So, dann back to Yellow Valley. Und dem Alchemisten Gavin. Sehr schön. Das war... Da wäre aber noch eine Sache. Tierzähne. Keine Ahnung. Ja, Felle kriege ich von den Viechern. Kriege ich von den Großen? Kriege ich da Fell? Steht hier irgendwo ein großes Tier rum? Natürlich nicht. Oh, das ist eine Aufgabe. Carter hat mitbekommen, dass ich mich für den Streit zwischen dem Bauern und dem Müller interessiere. Ja, bedauert, dass die beiden scheinbar keine Lösung finden. Wenn sie nur doch nur jemanden versöhnen könnten. Carter erzählte mir, dass sowohl der Müller als auch der Bauer Schuld an der Sache haben könnten oder werden. Der Bauer trug die Getreidesäcke an einem regnerischen Tag zum Müller. Carter versuchte die beiden zu überzeugen, mit der Lieferung bis zum nächsten Tag zu warten, aber sie bestanden darauf, es trotz schlechten Wetters direkt zu erledigen. So. Und das ist jetzt das Ende des Streits, oder was? Ja, ich habe zugestimmt, den Weizen trotz des Regens zu transportieren. Es ist also meine Schuld, dass er angefangen hat zu schimmeln. So viel guter Weizen verschwendet, nur wegen unserer Dummheit. Nun, ich bin wohl auch nicht ganz unschuldig. Ich hätte nicht zustimmen sollen, den Weizen bei Regen zu transportieren. Der Müller ist bereit, dem Bauern den vollen Preis für den verdorbenen Weizen zu zahlen. Okay.
Ich brauchte den Müller. Ich weiß, dass der Müller ein ehrbarer Mann ist. Es tut mir leid, dass ich ihn den Betrüger genannt habe. Der Bauer möchte nicht, dass der Müller alleine den Schaden haben soll, da sie beide Fehler gemacht haben. Es wäre unfair, daher entschied er, sich dem Müller kostenlos 6 Weizensäcke zu schicken. Ach, ihr seid ja so tolle Typen, seid ihr hier, bitte. Was springt für mich dabei raus? Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Der Bauer ist ein guter Kerl. Der Müller bedankte sich auch für etwas schlichtes Streits bei mir. 3 Ruhm. So. Danke, der Müller und ich verstehen uns wieder. Der Bauer bestand darauf, dass ich eine Belohnung für das schlichtes Streits bekommen sollte. So. Eier und Mehl. Ah, du brauchst Mehl, Junge. Ich mache dir einen fairen Preis. Ah, okay. Mehl. Und, okay, Carter will nichts dafür. Cooler Typ. Was wolltest du noch? Achso, du wolltest deinen Mann? Ja. Der ist tot. Ach nee, er ist bei den Untoten. Ach, was. Pfirsich. Was kriegen wir vom Fuchs? Fuchsschwanz. Auch ein Fell. Fuchsschwanz hätte ich gerne. Ja, irgendwo kann ich ja, glaube ich, Fangzähne kaufen. Jawohl. Oh, kein Geld? What? Blau und Rot? In der Not. Er versteckt sich wahrscheinlich in der Krypta. Hallo, natürlich sind hier wieder 20.000 Zombies. Oh. Anstrengend es ist. Sehr anstrengend es ist. Yoda sagen würde. Okay, eine goldene Kiste. Da müssen wir leider hin. Auch wenn uns das wieder sehr viel Tränke kosten wird. Da steht er am Grab. Hallo? Nein! Nein! Lass ab von mir, du Scheuser! Was? Du bist gar kein Zombie. Scheint, als hätte ich den Bürgermeister gefunden. Der arme Kerl kann vor Angst kaum klar denken. Er hat versucht, sich an diesem Ort zu verstecken. Oder an diesem schrecklichen Ort zu verstecken. Bitte hilf mir, bring mich von hier weg. Keine Zeit für lange Gespräche. Ich muss den Bürgermeister zuerst ins Dorf bringen. Danach kann ich ihm erklären, wer ich bin und was mich hierher geführt hat. Retter. Rette den Bürgermeister von Yellow Valley. Ja. Ah, schade. Du hast Glück. Ich werde später zu dir kommen. So, bitteschön. Die Miene der Frau des Bürgermeisters erhellte sich deutlich, als sie ihren Mann erkannte. Ich wartete an der Pforte, um den beiden ein paar Augenblicke unter sich zu gönnen. Sind das wir? Nein. Bürgermeister! Bürgermeister! Schön, euch wiederzusehen. Ich dachte schon, ihr wärt. Keine Sorge, mir geht's gut. Dank diesem jungen Mann hier. Du hast es geschafft. Du hast den Bürgermeister gerettet. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe. Ich denke, der Assistent des Bürgermeisters wird schon dafür sorgen, dass jeder in der Gegend von meinen Heldentaten erfährt. Daumen nach oben. Sagt, junger Mann, wer seid ihr und wie kann ich mich bei euch für die Rettung meines Lebens bedanken? Ich erzählte dem Bürgermeister, was in Green Valley vorgefallen war. Ach, Green Valley ist das andere. Alles klar. Und sagte ihm, dass seine Hilfe oder ein guter Rat dank genug seien. Ihr seid ein bescheidener und mutiger junger Mann. Noch einmal danke, dass ihr mir das Leben gerettet habt. Bitte, bitte. Ich würde Green Valley gerne helfen, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht wie. Ich sah mit meinen eigenen Augen, dass sich das Böse bereits bis hierher ausgebreitet hat. Der Bürgermeister soll sich zuerst um seine Leute kümmern. Die Bewohner hier benötigen genauso dringend Hilfe wie in Green Valley. Ihr solltet euch nach Norden, nach Grey Valley schlagen. Oder begeben. Eventuell könnten sie euch dort helfen. Zu den Grey Greys? Geht an der Kreuzung nach Norden. Der Gebirgsfahrt wird euch nach Grey Valley bringen. Geht an der Kreuzung nach Norden. Der Gebirgsfahrt wird euch nach Grey Valley bringen. Alles klar. Kriegen wir noch nicht mal eine Belohnung dafür, dass wir diesen hässlichen, dämlichen Bürgermeister nicht besiegt, sondern gerettet haben? So, Blau und Energy.
Okay, wir kochen erstmal. Wurzel. Wir schlagen Wurzel. Ja, ja, ja. Oh, was? Meine Pfanne ist zerbrochen? Welcher Mensch hat denn schon eine Pfanne zerbrochen? Das ist ja überhaupt nicht physikalisch möglich. Ach, scheiße. Trank. Na gut, so ein roter Trank wird auch nicht schlecht. So, ich will die... Ach. Ich brauche wahrscheinlich Schlösser knacken, oder? Oh, nee, doch nicht. Naja, gut. Also, um die drei Fangzähne freut's mich sogar. Aber die anderen beiden Sachen, bitte, what? Dafür habe ich mich jetzt hier durchgeknüppelt. Jawohl. Ja, eine Höhle. Ein Bär. Eine Kiste. Ein blauer Trank. Ein paar Pilze. 40, okay. 45. Was sind wir denn gerade? 39, oha. Na dann. Oh, 42. Gibt's doch gar nicht. Sind wir tatsächlich hier durch? Was sind wir beim Jagen? 42. Okay. Angeln? 25. Kochen 26. Ganz kurz, Errungenschaften. Nee, ich fange 100 Fische. Das hier. 100. 100. 100. Scheint überall 100 zu sein. Koch 2000 Mahlzeiten. Naja, gut. Das ist möglich. Possible. Absolutely impossible. Possible. Gut, wir spoilern uns nicht weiter. Also 100 ist. 200 ist das Ziel. Natürlich ist jetzt hier auch noch ein Vieh. Warum denn noch nicht? Weil es ja vorher nicht ohne ging oder wie. Fleisch, Wurzeln. Jawohl. Wir brauchen Wurzeln. Gut, da müssen wir erstmal ein bisschen graben. Zwei Wurzeln. Ja. Gut. Also so können wir uns auf jeden Fall selber am Leben erhalten. Jagen. Was ist das denn hier? Ah, Honigblumen können wir jetzt pflücken. Jagen und Wurzeln sammeln. Und brauchen wir Wasser dafür? Ach, naja, okay. Ich wollte eigentlich nur gucken, was wir brauchen. Jawohl. Nee, Wurzeln und Fleisch. Alles klar, sehr gut. Das ist relativ simpel und schnell immer geschafft. Also wir werden als erstes immer wieder Wurzeln und Fleisch sammeln. Beziehungsweise jetzt nur noch Wurzeln. Damit wir quasi uns dann neue Lebensenergie holen können. Sehr gut. Okay. Dann. Brot der Bestie. Ah, drei Fangzähne. Von dem kriegen wir Fangzähne. Dieses Mal soll ich gerne Tierzähne besorgen. So, was hättest du jetzt gern? Der will wirklich noch was? Danke dir. Wenn du mir jetzt noch. Okay. Ich hätte ihn verprügelt. Ah, kleiner Scherz. Sie setzt seine erste Lektion an. Diese wundervollen Tränke benötigen eine Menge Zutaten. Jeder gute Alchemist braucht einen Mörser. Ausgezeichnet. Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Schau her. Beeren, Blumen, Energietrank. Heiltrank. Ich habe die Grundlagen der Alchemie erlernt. Errungenschaft Alchemist. In letzter Zeit habe ich hauptsächlich mit Giften und Gegengiften experimentiert. Wenn du mir seltene Zutaten bringst, kaufe ich sie dir gerne ab. Ah, Froggy die Frogs. Oh. 50. Okay. Wie kann ich jetzt, oder wo kann ich jetzt Tränke herstellen? Ah, gib mal einer. Okay, Blumen und Beeren.
Blumen und Beeren. Es tut mir echt leid, aber jetzt muss ich Blumen und Beeren sammeln. Ja, ich muss leider erstmal ein bisschen sammeln jetzt. 13. Gut, wir müssen sehr viel sammeln. Da komme ich noch nicht ran. Gut, notfalls gehe ich einfach in die alte Welt, nach Green Valley zurück. Oh, eine neue Aufgabe. Die Bauersfrau hat ein kleines Lieblingsschaf. Allerdings ist es vor kurzem ausgebüxt. Ich kann es an seinem Kupferklöckchen erkennen. Vielleicht finde ich es ja. Gibt es eine Richtung? Irgendetwas? Ein Hinweis? Obviously not. So, okay. Bringt mir nur Fell. Das bringt mir noch Gift, hoffentlich. Nein, schade. Ah, mir fehlen Pfeile. Ich muss sowieso in die, nach Green Valley zurück. Genau, Wurzeln sammeln und Büsche ernten. Okay, sammelt schon wieder so viel Crap hier ein, unfassbar in diesem Spiel. 30 Pfeile nochmal besorgen. Ich meine, es bringt ja alles was, ne? Bringt alles Geld. Köder wieder sieben. So, ich hoffe, dass wir jetzt 20 haben bald. Das war so bei 17, 18 sein. So, erstmal wieder hier alles einsammeln. Was nicht nicht so nagelfest ist. Ich meine, es bringt den ganzen Plan halt so ein bisschen durcheinander. Ne? Ich habe ja sonst immer die komplette Karte einmal leer gemacht und war ja dann übelst glücklich, dass ich mich nie wieder damit beschäftigen muss. Jetzt musst du ja jedes Mal wieder die Karten säubern. Ich meine, das Spiel lebt ja auch davon, aber... So, krieg ich hier noch ein Giftdrüse? Nee, aber Kampferfahrung ist nicht verkehrt. Die bringt tatsächlich nur Felle ein. Ein Hase. Wisst ihr, ein Hase bringt mir zwei oder ein Fleisch und so ein Fuchs, der deutlich oder bedeutend größer ist, der bringt nichts. Also der bringt nur Felle ein, aber kein Fleisch. Finde ich ein bisschen strange. Ach, die Spinnen geben auch nur die Giftdrüsen und nicht die Schlangen. Natürlich. Ich vergaß. So, die blauen Dinger kann man wahrscheinlich auch irgendwann sammeln. Mein Speer ist natürlich zerbrochen. Und somit bin ich am Arsch. So, haben wir jetzt immer noch nicht. Speer. Wo kann ich denn einen Speer kaufen? Ach, hier unten bei dem, glaube ich, ne? Okay. Ach, hier. Okay. Schon wieder komplett verdrängt. So, hallo, mein Freund. Müssen wir gleich mal vergleichen. War ich hier eigentlich durch? Nee, siehst du? Ach, die war noch gar nicht fertig. Gott, Alter. Ich muss erstmal hier weitergehen. Blaue Tränke. Die kann man leider noch nicht herstellen. Wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Keine Ahnung, die behalte ich mal ganz kurz. Hier, komm weg. Frogs können wir auch immer wieder sammeln. Und Pilze können wir auch immer wieder sammeln. So. Du kaufst nur, du bringst mir auch nichts. Hier. Gott, Alter, 19 Fälle. 85. Sehr gut. Blaue Tränke haben wir. Bringt mir alles Kampferfahrung, ne? Von daher hauen wir den mal auf den Schädel. Ja, dazu, dass es mir Kampferfahrung bringt. Und noch einmal Brum. So.
20 und 32. 30. Mist. Okay. Weiter, weiter, immer weiter. Natürlich ist mein Hammer zerbrochen. Der ist ja zum Glück auch nicht so teuer. Und ich habe keinen Ersatzhammer, wa? What the fuck? Wer bist du denn? Ein teuflischer Ork. Ja, den kann man nicht besiegen. Ist mir egal, ich bin raus. Euer Klaus. So, okay. Gut, dann gehen wir nach Norden. Erstmal die Kiste hier einsammeln. Ah. Ja, natürlich. Erstmal sammeln war ganz entspannt. So. Ah, okay. Ich habe Kampferfahrung gesammelt. Und es geht natürlich in die nächste Höhle. Weil hier jedes Tal für sich ist. Und nichts und niemand miteinander verbunden. Drei Fleisch. Eier, Pilze. So, dann erstmal das Vieh. Mein Schild ist zerbrochen. Nee, Fangzähne. Oh, eine Mission. Der Fuß ist egal. Kann ich jetzt eigentlich sammeln? Ah! Und das bringt mir Blumen. Dementsprechend kann ich jetzt Heiltränke herstellen. Oh yeah. Nie wieder Probleme mit Heiltränken. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich muss jetzt auf Sammeltour gehen. Hey, du, wenn du ein Bandit bist, solltest du wissen, dass ich hier nichts von Wert besitze. Lass mich in Ruhe. Ich traf einen Händler am Straßenrand. Händler? Naja. Sein Wagen wurde von herabstürzenden Felsen zerstört. Ich erzählte ihm, dass ich kein Bandit und nur auf dem Weg nach Grey Valley sei. Mein Name ist Adam. Entschuldigung, dass ich dich für einen Banditen gehalten habe. Adam verachtet Diebe. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er in diesen Bergen ausgeraubt worden wäre. So wie sein Wagen aussieht, kann er sicherlich Hilfe gebrauchen. Okay, vielen Dank, aber ich komme allein zurecht. Ich habe bereits nach meinem Schwager geschickt, der wird bald hier sein. Sieht aus, als würde er es vorerst hier... Sieht aus, als würde es hier vorerst nicht mehr nach Grey Valley gehen. Der Bergpfad ist völlig verschüttet. Okay. Ja, gut, es war mir eh klar, dass wir durch die Höhle müssen. So. Ich bin jetzt nie überrascht, ne? Ich bin ja nie überrascht. Ja. Okay, gut, dann müssen wir sammeln. Wir sammeln erstmal leider ein bisschen was. Denn ich will was gucken. Aber, passt mal auf, das mache ich jetzt einfach mal zwischen den Folgen. Ich sammle jetzt nur Beeren und Blumen ein. Und werde Tränke herstellen. Denn ich will gucken, wenn wir unsere Fähigkeit bei 10 oder sowas haben, ob wir dann die blauen Tränke herstellen können. Das ist nämlich mein Ziel. Ob das der Fall ist, werden wir sehen. Ich sag tschüss und Küsschen aufs Nüsschen. Haut drin. Tschüss.